Hallo ihr Geheimniskrämer, willkommen bei Fallout 3 mit mir, dem Wario. Und wir sind hier einem ganz bösen Ding auf der Spur und wir gucken mal Anhang A an. Vault 101 wird kein GEEK-Modul enthalten und sollte den Richtlinien folgen, die in den versiegelten Befehlen des Aufsehers enthalten sind. Okay, Vault-Tag, wissenschaftlicher Eintrag GEEK. GEEK ist ganz einfach die modernste Technologie, die Vault-Tec je entwickelt hat. Ein Terraformungsmodul, das in der Lage ist, Leben aus einer völligen Abwesenheit von Leben zu schaffen. Oh, okay. Nach dem Überstehen des atomaren Armageddons in einem von Vault-Tec patentierten, in einem von Vault-Tec patentierten Vault, können Einwohner des GEEK aktivieren. Können Einwohner das GEEK aktivieren? Es ist schon viel zu spät. Gerade 2:30 nachts. Und ich bin seit gefühlten 10 Millionen Stunden wach. Und ein neues Paradies auf Erden schaffen. Krater und Staub werden ersetzt durch sanfte grüne Hügellandschaften und kristallklares Wasser. Aus zeitlichen und finanziellen Gründen wird selbstverständlich nicht jeder Vault mit einem GEEK-Modul ausgestattet sein. Okay. Sperrberichte, Vault-Tec-Anleitung mit Tunnel des Aufsehers öffnen, haben wir vorhin gemacht. Notiz hinzugefügt. Enklave, das war das mit den... Genau. Kennwort für Gefängniszelle Stockholm, interessant. Okay, dann gehen wir doch mal da runter. Ist hier unten wer? Nee, wir kommen hier bloß wieder zum Eingang. Okay. So, dann gehen wir wieder hoch. Wir müssen unbedingt Amata finden. Wir müssen ihr das alles erzählen. Aha. Ich verstehe kein Wort. Können wir runter gucken? Da unten steht immer noch der, der uns abknallen wollte. Halt, da ist ein Schrank. Na, toll. Das hätte mir einer vorher sagen sollen. Aber gut, da haben wir Erfahrung bekommen. Ist auch okay. Amata, wo bist du? Mäuschen, piep einmal. Weiß nicht, habt ihr das früher auch gespielt, wenn ihr Verstecken gespielt habt? Mäuschen, piep einmal. Wenn einer gar nicht weiter wusste, dass sich so ein bisschen verraten hat. Alter, wie denn jetzt im Kreis? Wo ist Amata? Ich wette es. Mancher wird sich hier denken, ach Gott, Gary, du bist ja schon 10-mal dran vorbeigelaufen. Da war doch an der Seite, war doch diese eine Tür und die hättest du gehen müssen. Und da wäre Amata gewesen. Nee, sie machen Ärger! Ich warne sie! Ich warne dich, ganz ernsthaft. Cafeteria. Amata, 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 wer bist du? Sie gehören nicht mehr hierher. Mit dir habe ich schon gesprochen. Boah, Amata, Amata, Amata. Hey, noch ein Sicherheitsmann. Ist das Officer Gomez? Sie gehören nicht mehr hierher. Ja, jetzt bist du mir auch feindlich gesinnt, oder was? Meine Fresse. Tür, kein Zugang, toll. 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 Ja, mit dir habe ich schon gesprochen. Wo war ich? Lokale Karte. Lokale Karte. Ah, okay. Ich muss anscheinend ins Ober... Warte mal.
haben wir Aufgaben. Ärger an der Heimfront. Die Sorgen von Vault 101 beenden. Ich wollte eigentlich Amata finden vorher. Lokale Karte. Übergeschoss, okay. Sie gehören nicht mehr hierher. Ja, halt die Fresse. Weißt du, wie wenig mich das gerade interessiert? Das ist Officer Gomez. Ich habe 2 Questpfeile, okay. Mal gehen wir mal. Beim Reaktor waren wir schon, ne? Untergeschoss. Wir waren doch hier schon, oder? Ja, waren wir. Hier ist der Reaktor. Da kann ich nicht rein, okay. Wo kann ich da nicht rein? Wir waren doch beim Reaktor, oder? Hier geht's nochmal zum Untergeschoss. Dieser Bau ist so verwirrend. Okay, jetzt glaube ich hier lang, oder? Abfalllevel. So. Mal hoch. Bin ich jetzt richtig? Das ist die Gefängniszelle, wo du mich gerade hinführst. Da war ich schon. Ach, da ist der Aufseher, deswegen. Will er mich da hinführen. Ansonsten hier, Vault Untergeschoss. Ich habe jetzt 2 Questpfeile, die mich, wo ich auch hingehe, nur im Kreis führen. Alter, ich will mit Amata sprechen. Ist das denn so viel verlangt? Da hinten war nur noch gar nicht. Andere Ebene. Okay, geradeaus, jetzt links und dann müsste es da irgendwie weitergehen, wo wir noch nicht waren. Verdammt. Halleluja. Sieh mal einer an, wer da wieder in die Vault hereinspaziert ist. Es gehört wirklich Mut dazu, nach allem, was du vermasselt hast und was dein Vater getan hat, wieder hierher zurückzukehren. Stimmt. Wenn sie schon mal zurückgekommen sind, können sie sich auch gleich nützlich machen. Sie müssen uns helfen. Ah ja? Okay, Hilfe? Welche Art von Hilfe? Welche Art von Hilfe werde ich wohl meinen? Du hast doch sicher von den Änderungen gehört, die seit eurer Abreise hier eingetreten sind, nicht wahr? Die Todesfälle, die Lügen, diese ganze Sache mit der Abriegelung durch den Aufseher. Kommt dir das bekannt vor? Mann, die wären schon längst hier reingestürmt, wenn sie nicht gewusst hätten, dass ich beim Ausrufen des Notstands eine ihrer Waffen geklaut habe. Na, jedenfalls musst du uns helfen, hier rauszukommen. Mir musst du helfen, hier rauszukommen. Okay, keine Angst, ich versuche der ganzen Vault zu helfen. Mann, pfeif doch auf die ganze Vault. Was ist mit mir? Sogar diese Rebellen wollen doch nur nach draußen, um Handel treiben zu können und so ein Zeug. Ich dagegen will bloß von hier verschwinden. Wozu soll ich mein ganzes Leben lang als Friseur hier festsitzen, wenn ich rausgehen und da draußen meine eigenen Entscheidungen treffen könnte? Was? Butch, was machst du denn in der Vault? Was hast du draußen vor, Butch? Was ist in der Nacht passiert? Ich hörte den alten Stanley darüber jammern, dass viele der Sachen unten im Reaktor böse Schäden davongetragen haben. Es ist nicht allzu schlimm, jedenfalls jetzt noch nicht. Er macht sich aber ständig Sorgen, dass das Luftfiltersystem oder so etwas ausfallen könnte. Wenn das passieren würde, müssten wir natürlich alle die Vault verlassen, stimmt's? Das war jetzt eigentlich nicht die Antwort auf meine Frage, ne? Was hast du draußen vor? Ich werde natürlich eine Bande gründen. Das wird die wildeste, tollste und stärkste Bande werden, die das Ödland je gesehen hat. Hey, wenn du deine Trümpfe richtig ausspielst, lasse ich dich vielleicht mitmachen. Was hältst du davon? Hey, ich bin doch bereits bei den Todesschlangen, hab die Jacke und so. Du hast keine Ahnung, wie viele schwachsinnige Raider-Gangs es da draußen gibt. Du bist Maulwurfsrattenfutter, bevor du einen Tag da draußen überlebst. Ich würde sagen, das Mittlere ist das wahrscheinlich das Intelligenteste noch davon. Ja, aber sowas wie mich haben sie noch nicht erlebt.
Butch wird dieses Ödland im Sturm erobern. Genau. Mhm. Bitte. Was machst du denn hier in der Vault? Dieser verdammte GOAT-Test behauptete, dass ich Friseur werden müsse. Aber das passt überhaupt nicht zu mir. Ich bin ein Barbier, verstehst du? Da besteht ein Riesenunterschied. Hm, sicher ein paar Buchstaben. Kannst du mir die Haare schneiden? Ich werde dir eine Höllenfrisur verpassen. Schauen wir doch mal, was wir daraus machen. Wir können echt einen neuen Haarschnitt gebrauchen. Na, sieht doch nice aus. Man sieht zwar nichts, wenn ich einen Helm aufhabe, aber egal. Strudel. Ach. Das sieht dank der Textur immer so scheiße aus. Das sind eine Überkämpfe-Frisur. Nee. Ich glaube tatsächlich... Oh, was ist das denn? Nee. Wo haben wir denn den Iro? Nennt sich Kriegsfalke hier. Okay, nehme ich. Nehme ich so. Mach ein bisschen auf Punk. Haarfarbe. Grün. Bitte grün. So. Alter. Ja. Genau. Und jetzt noch ein bisschen blau rein. Alter, nee, das ist nicht dein Ernst, oder? Kannst du mir kommen? Gut, passt gut. Ah, ich kann auch rauszoomen, das ist perfekt. Passt gut zu unserer Tesla-Rüstung. Aber ganz ernsthaft, diese Augenbrauen. Diese Augenbrauen. Ja, wir machen irgendwas dazwischen. Komm. Gold. Dunkelblond. Gefällt mir. Können wir mal rot machen? Und dezenteres Rot. Die Augenbrauen gefallen mir aber immer noch nicht so, aber okay. Gesichtsbehaarung. Bisschen auf Pirat. Du Scheiße. Quält mir. Nein. Daddy Null. Ich glaube, so lasse ich es. Komm. Ist ja eigentlich auch egal. Ja, komm. Bitte. Warum sollte ich dir helfen? Da du von hier abgehauen bist, hast du die Vault sicher so sehr wie ich. Nein. Dann kannst du dir ja vorstellen, wie übel es wäre, ewig hier festzusitzen. Das können wir vorstellen. Willst du uns zwingen, so ein elendes Leben zu führen? Obwohl wir jetzt wissen, dass wir tatsächlich abhauen und etwas Neues ausprobieren könnten? Bring uns einfach aus der Vault raus. Dann verschwinde ich, Mann. Dann brauchst du mich nie mehr wiederzusehen. In Ordnung? Bis später, vielleicht. Also. Es ist natürlich jetzt ganz klar. Wenn wir... es würde gut zu unserem Charakter passen. Wenn die... Ah, Martha! Wenn wir jetzt die... Der reden wir gleich. Ach, komm. Oh Gott, du bist zurück! Du hast meine Nachricht bekommen und bist tatsächlich zurückgekehrt! Du störst mich bei meinen Überlegungen. Okay, guck mal, jetzt ziehen wir mal von den Gesprächsoptionen ab. Ich muss mich sammeln. Also. Es würde gut zu unserem Charakter passen, wenn wir einfach alle aus der Vault rausjagen, indem wir das Luftfiltersystem sabotieren. Das würde uns wahrscheinlich auch schlechtes Karma einheimsen, würde gut zu unserem Charakter passen. Jetzt ist die Frage aber nur, letztendlich, ich möchte eigentlich, dass jeder seinen Willen hat. Das heißt, so ein gutes Mittelding wäre so, hey, wir treiben Handel mit draußen, aber bleiben selber in der Vault und wer gehen will, kann gehen. Das wäre so die Ideallösung, finde ich. Allein, die würde uns wahrscheinlich gutes Karma geben. Ich bin also hin und her gerissen. Jetzt müssen wir mal gucken, nach dem Motto, was würde Jesus tun? Ich bin sofort los, als ich hörte, du wärst in Schwierigkeiten. Ich war gerade in der Gegend, da dachte ich, ich schau mal vorbei. Bild dir nichts ein, Amata, ich bin nur hier, um ein paar Sachen zu erledigen. Kannst du dich nicht beeilen, ich habe viel zu tun. Sind wir mal nett.
Ich meine, es ist unsere alte Spielkameradin. Ich glaube, dazu darf gegenüber ihr wäre selbst ein böser Charakter nett. Oh, ich danke dir. Als du weggegangen bist, ist das Chaos ausgebrochen. Und jetzt, wo du zurück bist, kannst du helfen, wieder Ordnung zu schaffen. Du hast damals mein Leben gerettet, Amata. Ich helfe dir gern. Trotz allem bin ich dort aufgewachsen. Ich kann kein Chaos dort zurücklassen. Bitte keine Hektik. Ich muss mehr erfahren, bevor ich eine Entscheidung treffe. Was? Meinst du, sie haben für ihre Sicht der Dinge eine Erklärung zu bieten? Denkst du denn, du kannst ihnen auch nur ein einziges Wort glauben? All diese Menschen starben, weil mein Vater behauptete, die Wort schützen zu wollen. Dabei war das die ganze Zeit nur eine Lüge. Ich habe herausgefunden, dass er die Wort vor unserer Geburt geöffnet hat. In diesem Punkt wurden wir unser ganzes Leben lang belogen. Okay, dann war das kein Aufseher, der vorher war, sondern tatsächlich war er es schon, der an der Macht war und die Vault geöffnet hat mit Spähtrupps. Ja, ich habe es das habe ich herausgefunden, als ich ging. Ich hätte es dir erzählen sollen. Was? Wie lange weißt du das denn schon? Weißt du was? Egal. Wichtig ist nur, dass wir jetzt wissen, dass wir unser Leben lang belogen wurden und dass diese Lüge Menschenleben gekostet hat. Selbst jetzt, wo wir dringend Hilfe brauchen, erlaubt uns der Aufseher nicht zu versuchen, mit der Außenwelt Kontakt aufzunehmen. Seine Macht hat ihn in den Wahnsinn getrieben. Er muss aufgehalten werden. Warum gehst du nicht einfach? Gerade jetzt ist es nicht schwierig. Hab gehört, ein paar von euch wollten nach draußen. Ziemlich verrückt. Ich würde sagen, Mitte, warum gehst du nicht einfach? Gerade jetzt ist es nicht schwierig. So einfach ist das nicht. Dass Butch hier abhauen will, bedeutet nicht, dass der Rest von uns ebenfalls für immer weggehen will. Das ist unsere Heimat. Und wir wollen hier bleiben. Nur denken wir seit deiner Abreise, dass wir die Außenwelt vielleicht nicht zu fürchten brauchen. Es ist aber unmöglich, draußen zu kommunizieren und Handel zu treiben, solange der Aufseher alles unter Verschluss hält. Er muss aufgehalten werden. Meinst du mit aufgehalten töten? Dein eigener Vater, Amata? Ernsthaft? Sie sagen, dass du die Sicherheit der ganzen Vault gefährdest. Würde ich jetzt nicht machen. Da rasselt sie sich hier aus. Ich glaube, ich habe eine Lösung für die Probleme der Vault. Was ist in der Nacht passiert? Was ist in der Nacht passiert? Komm, das will ich mal von ihr erfahren. So richtig schlimm wurde es erst, nachdem ihr beide weg wart. Den Verletzten half niemand, da der Arzt gegangen und sein Assistent gestorben war. Jetzt müssen wir uns in den meisten medizinischen Notfällen auf diesen alten Mr. Handy verlassen. Aber der hat kein gutes Händchen für die Kranken. Bist du schon einmal von jemandem mit kalten Zangen aus Metall untersucht worden? Das ist ganz schön unangenehm. Okay. Bitte. Ja, das hatten wir eigentlich gerade eben schon geklärt. Nee, ist auch nicht. Das eigentlich auch nicht. Ich glaube, ich habe eine Lösung für die Probleme der Vault. Das hoffe ich sehr. So wie jetzt können wir nicht weitermachen. Ich schwöre, ich kann deinen Vater und seine Waffen aufhalten. Pass auf. Draußen lauern lauter Gefahren, nur hier drinnen ist man sicher. Ich denke, wenn du und die Rebellen tot sind, gibt's auch keine Probleme mehr. Ich muss was drüber nachdenken. Verdammt, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, um dumme Witze zu machen. Jetzt geh nicht gleich an die Decke, das ist eine verzwickte Situation. Ich muss mal los. Vorsicht bitte. Ja. Hallo. Schön, dass wir uns wiedersehen. Hey, hallo. Jetzt mach ich aber mal Licht an. Ach, es ist schön, dass Sie von draußen zurückgekehrt sind. Für jemanden Ihres Alters kann es da draußen ganz schön gefährlich sein. Erzählen Sie mir von den Rebellen. Ach, wissen Sie, wir verlangen ja gar nichts Besonderes. Die Vault war früher schon mal geöffnet, aber alle tun so, als wäre das nie so gewesen. Ich glaube, sie versuchen, die armen Menschen zu vergessen, die von da draußen nie wieder zurückgekehrt sind. Was ist hier unten passiert? Was passiert ist, mein armer Enkel Jonas ist tot. Sie sagen, in dem ganzen Chaos ein Unfall passiert, aber ich weiß, dass es der Aufseher war. Das stimmt. Seien Sie bitte vorsichtig. Die kann ich tatsächlich noch am besten leiden. Die ist sehr auf dem Boden geblieben, während Amata wirklich gleich wieder an die Decke geht. Ist das Nuka-Cola? Nee. Die Folge ist auch schon wieder um. Ich bin froh, dass Sie hier sind. Ich brauche hier zwar viele Folgen, aber es ist mir auch wert, muss ich sagen. Das ist mein Spiel. Aber große Veränderungen merke ich noch nicht. Wir sehen uns. Schätze, es könnte schlimmer sein. Bis zum nächsten Mal. Aber wie ich meinen Vater so kenne...